Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, heute Montagmorgen, eigentlich gutes Wetter zum draußen zu arbeiten. Also es ist trüb, bewölkt und ja, es ist kein Regen im Moment in Sicht, aber ist alles möglich. Wie gesagt, das ist so komisches Wetter. Jetzt bald regnet es, dann Sonnenschein. Also so ungefähr wie im April in Deutschland. Ja. Ich bin da mal beim Kaffee trinken. Und ansonsten, ich habe jetzt den Pool fast halb mit Wasser gefüllt. Die Kinder haben da geplanscht schon gestern, die sind jetzt wieder da, der Kang auch. Und lasse ich jetzt nochmal, versuche die Folie, dass sie noch ein bisschen spannen kann oder dass der Wasserdruck da auch ein bisschen einwirkt und so, aber die Falten kriege ich nicht ganz weg, das ist mir schon klar, aber ist auch egal. Ich werde ihn heute oder morgen dann ganz füllen und dann ist es erstmal okay so. Und wie schon gesagt, solange die Folie hält, hält sie, wenn nicht, wird da was anderes gemacht. Und die Reisfelder sehen jetzt sehr gut aus, also das dauert wahrscheinlich nicht mehr lange und dann kann man den Reis schon ernten. Es ist jetzt immer noch grün, aber schon langsam geht die Farbe so ein bisschen ins Gelbliche und wie gesagt, er hat ja schon diese Rispen, also man sieht jetzt schon, ja, dass er schon langsam reif wird. Und ja, also ich würde sagen, schauen wir uns nochmal die Reisfelder an heute und ein bisschen den Pool. Und heute haben wir nichts Besonderes vor, das heißt, wir bleiben zu Hause. Hier gibt es ja auch jede Menge Arbeit. Und wir kommen gut voran, auch mit dem Aufräumen, Rasenmähen und so. Und dann hier, wie ich schon sagte, das Grundstück rund ums Haus, das muss dann schön aufgeräumt sein. Und weiter interessiert es mich im Moment gar nicht. Also erstmal der Pool, man sieht's. Man sieht auch noch die Falten da unten. Aber je mehr Wasser reinkommt, der Druck geht dann nach unten und tut sich schon die Folie ein bisschen glätten. Aber die kleinen Falten, die werden wahrscheinlich bleiben. Das ist so wie zusammengeschrumpft, die Folie. Ja, stört eigentlich nur, wenn man da saugen tut, ne? Da kommt man nicht so gut ran, aber ansonsten stört es einen kaum. Okay. Hier auch aufgeräumt bis auf da hinten. Da sind noch ein paar Sachen, die müssen wir dann auch entsorgen. Und dann das nächste heute wird hier sein. Wie gesagt, da bleibt nur noch Platz dann für, der Tisch muss sauber sein. Die ganzen Geräte, Rasenmäher und so werden wir nach hinten. Und da ist dann nur das Auto und der Saleng und die Honda halt. Und sonst gar nichts. Man sieht, da ist auch jetzt Erde von den ganzen, muss man dann auch irgendwie wegspülen. Hier kommt das Zeug auch alles weg. So. Und dann hier die Reisfelder, Leute. Also man sieht alles sehr schön aus, auch hier. Das mal aus der Nähe zeigen. So, man sieht. Schön langsam wird das hellgrün und dann ja, schlägt es ins Gelbe. Und es dauert nicht mehr lange, dann kann man den Reis dann auch schon ernten. Also ist doch noch aus diesen Reisfeldern hier, es hat um eine Zeit, also hier beim Nachbar überhaupt, gar nicht gut ausgesehen. Aber dann ist dann doch der Regen gekommen mit Verspätung, aber immerhin. Und so hat sich das Ganze erholt. Hier nochmal meine Hecke, die ist soweit geschnitten, bis hierher das Eck und an die andere Seite. So. Und dann hier ist unser Reisfeld, was wir geflutet haben. Also man sieht es, Leute, der Reis ist sehr hoch und immer noch geflutet. Moment, ich gehe mal ein bisschen rein da. So, also er kommt mir fast
Ja, das ist mehr als 1,5 Meter hoch. Und man sieht hier, bilden sich schon die ersten Reiskörner. Und ja, also sehr schönes Feld, sehr hoch. Wahrscheinlich wird er sich dann später auch legen, sieht man immer wieder. Aber man kann ihn trotzdem gut ernten. Ja, also soweit ein sehr schönes Feld. Hier beim Nachbar sieht es aber auch gut aus. Ja, und dann die zwei Felder da hinten, habe ich schon gesagt, das ja, ist eher nicht so toll. Also ich war jetzt auch lange nicht mehr da hinten, aber deshalb will ich das nochmal anschauen. Man sieht es hier, Leute, dann, wenn der zu hoch ist, irgendwann legt er sich dann auch so. Aber das spielt überhaupt keine Rolle. Die Maschine, der Mähdrescher kommt dann trotzdem noch rein und kann das gut ernten. Dann hier das Weideland. Das Gras sehr hoch, aber gut, das stört mich weiter nicht. Das kann man später nach Nachbarn geben. Wenn nicht mehr so viel Gras ist, kann er da selber mähen oder auch der Kang. Also für mich ist die Sache erledigt mit den Kühen erstmal. Und ja, das Kälbchen hat jetzt auch irgendwie Probleme, irgendein Geschwür da. Am Maul, da war gestern der Tierarzt da und der hat gesagt, das ist so wie, das muss erstmal, ja, bis sich das öffnet, da muss man es sauber machen und ja, nur Probleme halt mit den Kühen, ich sag's ja. Aber das ist jetzt nicht mehr meins, wie gesagt, das ist dem Kang seins, er wollte das haben. Ich habe gesagt, nee, wir geben es weg, der wollte es behalten, sage ich, okay. Dann muss er aber auch auf die Kuh aufpassen, muss es pflegen und so weiter. So, also man sieht hier, die Felder hier sehen gut aus, die sind tiefer gelegt. Aber hier, Leute, sieht es gar nicht gut aus. Es ist wie eine Wiese, ist ja auch zwischen dem Gras immer wieder Reis. Aber um es klar zu sagen, das ist eher was für die Kühe, als dass man da hier noch den Mähdrescher bezahlt, um den Reis zu ernten, weil das lohnt sich nicht. Für das, was man da rauskriegt im Endeffekt. Und ja, da werden wir wahrscheinlich auch keinen Reis mehr anpflanzen. Vielleicht was anderes oder ich weiß nicht, was meine Frau da machen will. Also gut, hier am Ende des Feldes sieht es dann schon besser aus. Und ja, das andere Feld genauso. Also man sieht es gar nicht, ja, was soll man da sagen, ist eigentlich gar nicht gut. Im Vergleich zu dem Feld da vorne, was wir geflutet haben, ist ein Riesenunterschied. Ne? Und hier, man sieht es, die sind tiefer gelegen, die sind auch geflutet jetzt. Und ist der Reis auch ganz schön hoch. Ne? Hat sich auch, ja, alles gut entwickelt, obwohl es nicht danach ausgesehen hat. Aber hier, nee. Aber das ist nun mal so, mit den Reisfeldern muss halt mehr Regen sein und der Regen muss zur richtigen Zeit kommen, wie ich schon gesagt habe, und das ist immer ein Risiko. Manchmal klappt es, manchmal eben nicht. Und vom geschäftlichen Aspekt her, also dass man da irgendwie noch irgendwas verdienen kann, kann man gleich vergessen. Wir machen es eher so für eigenen Bedarf, so hobbymäßig, und dass wir unseren eigenen Reis haben, habe ich schon gesagt. Ja. Ja, meine Hunde auch überall. Der Kang ist nach Surin gefahren, der hat da irgendwas zu erledigen. Wie ich schon sagte, er ist wieder zurück. Anscheinend ist da alles wieder in Ordnung. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, wie und was. Der ist auch ein bisschen nicht so gesprächig, keine Ahnung, aber nur so viel, dass der immer wieder, dass der eigentlich ganz okay ist. Die sind ja alle verwandt, also der, was da Theater gemacht hat,
nur ab und zu betrinkt er sich halt und dann flippt er total aus und ist dann unberechenbar. Und das war jetzt so eine Aktion. Und wäre er weiter jetzt auch nicht, die kennen ja, die wissen schon, dass er ein bisschen, ja, komisch ist, wenn er trinkt. Aber in diesem Fall waren ja auch die Kinder da, nicht? Also man muss sich das vorstellen, seine Schwiegermutter, ziemlich behindert nach dem Schlaganfall, die alte Oma und die zwei Kinder. Und dann kommt so irgendein Hirni und schlägt da die Tür rein und hat in der Hand nicht ein Messer, sondern so eine Sichel hat er gehabt, glaube ich. So, der war die in den Reis erntet. Gut, die Nachbarn sind ja gleich und haben ihn irgendwie, was weiß ich, das ist ja, ja, die Leute unter Sicherheit, da kann man sich, und sollte man es auch keinen Fall als Verein einmischen, nicht klar. Aber ja, das haben die dann irgendwie geregelt, also keine Polizei oder so gleich. Wie ich schon sagte, die machen das meistens unter sich dann aus und ja, also ist erstmal wieder alles in Ordnung. Aber so Sachen gibt es auch hier. Hey, die wollen schon wieder raufen. Wahnsinn. Ne, man sieht den Hund im Reisfeld, das heißt, man sieht ihn kaum. Hey! Knurren sich immer wieder an. Also alles gut gegangen da in Bankwau, aber die haben halt fast eine Woche kaputt gemacht, wo der Kang dann dort war und damit die da die Wogen glätten und schauen, was da eigentlich passiert ist. Und ja, immer wieder Probleme, wenn die Kinder dort sind. Dann hat mal der Akin irgendwas da verschluckt, ist ihm im Hals stecken geblieben. Das war wirklich eine ernste Sache. Dann haben die noch mit Mühe und Not, so hat er die Nachbarn dazu, so, ja, dass sie das hätte auch schief gehen können und lauter so Sachen, nicht? Und deshalb hat der Kang auch gesagt, also er wird die Kinder jetzt eher dann auch hier behalten und nicht mehr dahin, weil das ist, ja, die Oma ist über 80 und seine Schwiegermutter, ja, die können halt nicht so gut aufpassen, nicht? Die haben mit sich selber zu tun. So. Okay, und hier noch einen kurzen Blick zum Teich. Hat sich auch nicht viel verändert. Das Wasser ist jetzt fast bis zu den Treppen gekommen. Und ja, also kein Vergleich zu vorigem Jahr, wo dann der Teich wirklich voll war. Also richtig randvoll, sogar übergelaufen. Okay, Leute. Also die Reisfelder finde ich schon schön, also jetzt wie das so aussieht und dann erst wenn der Reis reif ist, ne, bevor er geerntet wird, ist immer wieder schön hier draußen. Man muss das natürlich auch mögen, nicht? Also zeigen ist jetzt die Beleuchtung schlecht, weil es bewölkt ist, aber schon Reisfelder, soweit das Auge reicht. Ja. Okay. Und wie gesagt, heute haben wir hier noch zu tun, das ganze Zeug da aufräumen ein bisschen und dann ist erstmal, ja, Ordnung, hier hinten zumindest, also neben dem Haus, neben dem Pool und alles andere, ja, hat Zeit, was wir da machen, wie und was, das weiß ich jetzt noch auch nicht so genau, aber erstmal gar nichts und ja, mal sehen. Hier ein kurzer Rundblick von der Terrasse. Ja, das sieht jetzt alles schön aus, alles grün. Thank you.
So. So Leute, und das war's wieder mal mit einem kleinen Rundgang jetzt auch in den Reisfeldern. Es sieht alles schön aus, die Regenzeit ist allerdings noch nicht vorbei und wie ich schon sagte, ein ganz komisches Wetter, ist jetzt wieder so schwül erdrückend, wahrscheinlich kommt Regen, kann aber auch wieder die Sonne rauskommen, wenn sie draußen ist, dann brennt es ganz furchtbar. Und ja, aber langsam aber sicher geht jetzt die Regenzeit zu Ende und nächstes Monat beim Elefantenfest ist es dann so gut wie vorbei. Und dann beginnt ja auch schon langsam die Hauptsaison hier in Thailand für Touristen. Ne? Ja, und wen haben wir denn da? Der ist ja immer unsere Mimi, ne? Die ist überall dabei. So Leute, und das war's dann auch für heute schon mal. Und euch noch einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und dann bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.